Hallo bei CubeCon LP und wir spielen heute mal Landwirtssimulator 2013 und zwar die Demo-Version, die heute rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wir steigen hier direkt mal ein in dem Tutorial, das man hier zocken kann. Und zwar die Kartoffelernte. Ja, wir spielen das Ganze jetzt einmal ein bisschen blind. Ich habe jetzt Woche noch nicht gespielt, gerade erst runtergeladen. Und schon zocke ich es, dementsprechend habe ich keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe auch schon ewig keinen Landwirtssimulator mehr gezockt, aber die Grafik, die gefällt mir, schau mal. Der Sound ist auch ganz okay. Und jetzt wissen wir mal X. Hier kann man die Sicht mal wechseln. Obwohl, jetzt zeigen wir uns erstmal noch hier. Hier kann man ranzoomen und wechseln. Gefällt mir schon sehr gut. Der erste Eindruck auf jeden Fall. B. Okay, und jetzt denke ich mal, müssen wir losfahren. Wir fahren mal mit Tempomat 1. Und das passt. Und dann schauen wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen an. Und das sieht schon ganz cool aus. Auch wenn wir da ein bisschen was liegen lassen. Hier den Ranzer vielleicht noch mitnehmen. So, hier. Ja. Die Grafik, die sieht doch schon mal cool aus. Die Maschine ist ja hier auch neu. Aber gefällt mir richtig gut. Ja, während wir jetzt so gemütlich fahren, ich kann ja wir gehen hier. Ich habe noch keine Option. Ich habe mal geguckt, wie denn hier die Rundumleuchte angeht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen manuell. Drehen wir schnell. Und dann schalten wir den Spaß. Wieder ein. Eins bitte. Den Tempomat Nummer 1 hätte ich gern. Und dann ernten wir weiter schön fleißig Kartoffeln. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, das. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen über den Terminplan sprechen. Was wir jetzt alles so vorhaben. Dann da tat sich jetzt in letzter Zeit doch einiges, so ein bisschen zumindest. Eigentlich wollte ich das, während ich Anno laufen lassen, ein bisschen zählen, aber dann hat sich das hier kurzfristig ergeben, dass ich erfahren habe, dass die Demo rauskommt. Ich dachte, die hole ich mir nochmal. Und der Wasserfall da hinten, hier der Wasserfall da rechts oben, der finde ich, habe ich gerade entdeckt, der sieht auch richtig geil aus. Vielleicht fahren wir dann nachher mal so ein bisschen Freeplay hin, wenn wir das können. Ich habe auch gesehen, man kann irgendwie Karriere starten. Aber inwieweit, das weiß ich nicht, ob man das wirklich kann oder nicht. Naja, auf jeden Fall der Zeitplan. Besser gesagt, was wir alles noch machen wollen, Projektplan eher. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei der Bahn 2, aber ich fange einfach mal an und zwar. Wir werden auf jeden Fall weiter Minecraft zocken, das ist ja völlig klar. Da gibt's dann, da schon angesprochen, jetzt dann auch. Irgendwann mal da so ein kleines, ja, so ein Special, würde ich jetzt fast schon mal sagen. Aber da gab es jetzt so ein kleine Schwierigkeiten, und zwar haben wir da halt ein bisschen arg gefailt. So dass jetzt endlich einfach nur 10 Minuten Aufnahme jetzt da sind, und das ist einfach ein bisschen wenig. Und die Zeit ist halt auch ein bisschen knapp für das, weil da gehören nicht nur ich dazu, sondern das ist mehrere, aber zu viel Wichter, das einfach nicht verraten. Ja, das war eben das. Dann habe ich jetzt. Wir haben das Tutorial erledigt. Und jetzt? Jetzt können wir gucken, ob wir Karriere starten können. Das ist krass. Wir können ja eine Karriere starten. Das finde ich mal cool. Geile Demo. Muss ich jetzt einfach so sagen. Und die Ladezeit ist auch echt geil kurz. Und jetzt spielen wir einfach mal.
Dies ist ein Bauernhof. Folgen Sie dem Schritt links, um zum Beispiel Platz zu finden. Weitere Hinweise. Ja, hier lang laufen wir jetzt erstmal lang. Wir können sogar rennen. Ja, dann hat. Sollte jetzt eigentlich heute ein Projekt starten, oder. Und das hat sich jetzt kurzfristig verschoben, und zwar. Ja, hat da halt jemand von Arctos LP, mache ich mal wieder ein bisschen mit. Aber. Ja, das hat sich jetzt leider kurzfristig verschoben. Das ist die Helpline, da wollen wir eigentlich gerade nicht hin. Da sind die ganzen Hinweise. So, aber da könnt ihr noch was drauf freuen. Ich werde aber nicht aufnehmen. Das kann ich so viel schon mal sagen, weil es einfach nichts bringen wird. Weil die Ansicht einfach die gleiche wäre, ja. Okay. Okay. Was ist das? Das wird wahrscheinlich das Treibstofflager sein, genau. Ja, und dann habe ich ja mal gesagt, ich werde, also Battlefield kommt auch mal wieder. Habe ich aber gerade ehrlich gesagt auch gar nicht so Lust zum Zocken. Und so weiter, weil ich jetzt echt schon besser geworden bin. Und Hühner haben wir hier auch. Ja, aber ich habe einfach keine Lust. Aber das werden wir auf jeden Fall auch weiterführen, Battlefield 3. Und dann habe ich ja mal gesagt, ich werde James Bond Legends kaufen. Heute ist es rausgekommen. Ja, und ich habe es eher gesagt nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da gerade kein Geld dazu habe. Das ist eben das Hauptproblem, dass jetzt keine weiteren Spiele kommen. Sämaschinen, okay. Ja, und da ist stellt sich jetzt Folgendes dar, dass ich da jetzt mal so ein bisschen die ersten Rezensionen gelesen habe und die sollen wohl. Ja, und die haben so ausgesagt, so, ja, das Spiel ist einfach scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, finde ich echt schade. Ich habe mich echt drauf gefreut, aber wenn's, beobachte ich jetzt mal, aber wenn es blöd sein sollte, dann ist halt so. Es gibt noch andere Spiele, da wurde ich auch schon drauf angesprochen, zum Beispiel den Euro Truck Simulator 2. Da habe ich jetzt halt auch schon das erste LP gesehen, und zwar vom Hubi-Fan. Ja, das sind hier die ganzen Silos. Und da hinten steht glaube ich schon der Traktor. Und mit dem erkunden wir, würde ich einfach sagen, die Map. Unter M oder so, irgendwo müsste auch die Map sein. Ich weiß gerade nicht. Wo? Ich drücke gerade mal ein paar Tasten, wie ihr vielleicht hört. Oh. Da war die Map. I. I ist PDA. Perfekt. Nee, und zwar. Oh, wir haben hier schon ein ordentliches Repertoire. Aber da hinten, das ist halt dann aber. Ja, genau. Der Hubi-Fan da, der muss ich sagen, möchte ich euch noch empfehlen. Wenn ihr auf Simulatoren, ja, steht. Oder wenn ihr die cool findet, der zockt da echt coole Simulatoren. Und jetzt zockt mal. Ah. Das ist ja cool. Auf F ist Licht und dann hat sie hinten auch so ein Licht. Aber die Rundumleuchte fehlt mir. P werden wahrscheinlich dann die Helfer sein. Wieso gibt es hier keine Rundumleuchte? Ah, okay. Leute, es gibt keine Rundumleuchte. Lol, null ist Suppe. Okay. Naja, wir wollen jetzt hier mal kurz ein bisschen mit unserem, denke ich mal, schnellsten Trecker, den wir jetzt gerade zu tun haben, die Map einfach so ein bisschen erkunden. Und ja. Und dieses Spiel, wenn mir das gefällt, und es gefällt mir jetzt auf den ersten Blick richtig gut, werde ich mir dann vielleicht auch mal kaufen. So, wenn ich dann mal wieder Geld habe. Und das wird dann so Richtung Weihnachten. Oh, sein. Ja, wir fahren jetzt mal hinter den. Über den Berg von den sieben Zwergen. Was mich interessieren wird. Boah, die Map ist hier auch geil. Man kann hier auch zoomen.
Mit 9. Die Felder. Wie sind wir wieder raus? Auf Minus. Ah, auf 9. Wenn man 9 nur einmal kurz drückt, dann sind wir raus. Ich weiß nicht. Ich weiß eben nicht, wo das große, ganz große Feld ist. Es soll wohl ein ganz großes Feld sein. Aber ich muss die Aufnahme jetzt leider beenden. Aber ich denke, sagen, können wir speichern? Ja, genau, wir können eben nicht speichern. Das ist das. Das Nummer 40. Das können wir eben nicht. Und ich muss die Aufnahme leider beenden. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht auch mal später mal wieder. Wenn ihr aktuell bleiben wollt, dann guckt doch mal meinen Kanal vorbei und abonniert mich. Und ansonsten, ja, bleibt mir nicht sagen, ciao und bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann werden wir uns sagen, adieu.